So, meine lieben Damen und Herren, direkt weiter geht's. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Flusswald. 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 Was ist das? Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall in Himmelsrand zu finden sind. Cool. Na los, seht selbst. Okay. Aktivieren der Diebesstein. Aktivieren der Magierstein. Aktivieren der Kriegerstein. Keine Ahnung, was dann passiert. Ich habe ja aber, wie gesagt, schon so ein bisschen angekündigt, ich würde ganz gerne in Richtung Krieger gehen. Dementsprechend, okay. Wenn unter dem Zeichen des, wer unter dem Zeichen des Kriegers steht, lernt alle Kampffertigkeiten 20% schneller. Du kannst nur den Segen eines Zeichens auf einmal haben. Zeichen annehmen. Ein Krieger. Gut. Diese Sterne werden euch zu Ehre und Ruhm geleiten. Ist das so? Nice. Kann ich die Sachen hier auch aktivieren jetzt? Kann ich, oder? Nee, kann ich nicht mehr. Oh doch. Nee, doch. Interessant. Bon. Okay. Leuchten sie beide. Ah, okay. Gut, weiter geht's. Komm, Ralof. Müssen wir Progress machen hier heute. Komm. Wir haben schon eine ganze Folge jetzt in dem Dorf da oben verbracht. Jetzt los, hopp. Hopp, hopp, hopp. Außerdem möchte ich deine Schwester kennenlernen. Kennenlernen. Denk daran, das hier ist kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Okay. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlass du das Reden mir. Verstanden? Ja, von mir aus. Mir ist das Wumpe. Oh. Aua. Brutal. Wolfspelz. Wolfspelz. Komm, weiter geht's. Komm schon. Ralöfchen. Ich pack meine Axt sogar mal kurz weg. Ich bin Und wieder froh, dass raus. ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Das ist schön. Ich habe eigentlich nie gesagt, dass ich mitkomme, aber es ist. Du bist einfach davon ausgegangen, du bist einfach stehen geblieben. Ich gehe mal kurz in den Pool. Okay. Die Waffe ist immer noch dreckig. Ich war wohl nicht weit genug im Pool drin. Ach, guck mal. Flusswald entdeckt. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Anscheinend weiß hier noch niemand, was passiert. Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Kommt! Gerdur arbeitet vermutlich gerade in ihrer Sägemühle. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Sag mal. Drachen? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Ja, die ist irre, die Frau. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Ihr werdet schon sehen, es war ein Drache. Er wird uns alle töten und dann werdet ihr mir schon glauben. Das ist aber keine wirkliche Befriedigung. Oh, ich bin tot, aber jetzt glauben mir alle. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wundern Sie sich nicht, dass ich durch Ihr Unternehmen durchrenne. Bruder, bei Maras Gnade. Es ist schön, euch zu sehen. Keiner reagiert auf Bernd. Schwebt ihr hier nicht in Gefahr? Wir haben gehört, dass Sie Ulfric geschnappt haben. Gerdur, mir geht es gut. Jetzt zumindest. Willst du nochmal Gerdur sagen? Seid ihr verletzt? Nein. Was ist passiert? Ja, vielleicht. Und wer ist das hier? Einer eurer Kameraden? So halb. Noch kein Kamerad. Aber ein Freund. Ich verdanke ihm sogar mein Leben. Können wir uns irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Helgen? Ist etwas passiert? Alle tot. Ihr habt recht. Folgt mir. Alle Fritte. Frau, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Alle Fritte. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hort.
Kommt bitte mal her. Arlof, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Okay, können wir darüber reden, wie cool das aussah? Keine Ahnung. Oh. Seid still, Frodner. Moment. Der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Geht und behaltet die Straße nach Süden im Auge. Sagt uns Bescheid, wenn kaiserliche Soldaten im Anmarsch sein sollten. Och, Mama, ich will noch hier bleiben und mit Onkel Ralof reden. Schau mal einer an. Ihr seid ja schon fast ein richtiger Mann. Bald werdet ihr euch selbst am Kampf beteiligen. Ganz richtig. Keine Angst, Onkel Ralof. Ich passe schon auf, dass ich keine Soldaten an euch heranschleife. Also, Ralof, was das ist war los? Ein Bär. Ihr zwei seht war kein Hund. Mitgenommen aus. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich zuletzt geschlafen habe. Wo soll ich anfangen? Mir auch hingesetzt. Nun, es stimmt, was man euch über Ulfric berichtet hat. Die Kaiserlichen haben uns außerhalb von Dunkelwasserkreuzung in einen Hinterhalt gelockt. Als hätten sie genau gewusst, wo wir sein würden. Das ist jetzt 2 Tage her. Heute Morgen machten wir in Helgen Halt. Und ich dachte schon, es wäre vorbei. Sie hatten uns vor dem Block des Scharfrichters aufgereiht, um uns die Köpfe abzuhacken. Die Feiglinge. Ja, schrecklich. Wir würden Ulfric doch niemals einen fairen Prozess zugestehen. Eine Anklage wegen Hochverrats, weil er für sein eigenes Volk gekämpft hat. Ganz Himmelsrand hätte dann die Wahrheit erkannt. Aber dann, wie aus dem Nichts, griff ein Drache an. Doch nicht etwa ein richtiger, lebender? Ich kann es selbst kaum glauben. Und ich war dort. So seltsam es auch klingen mag, ohne diesen Drachen wären wir jetzt tot. In all dem Chaos konnten wir entwischen. Sind wir wirklich die Ersten, die es nach Flusswald geschafft haben? Niemand sonst ist heute die Straße nach Süden hochgekommen, so viel ich weiß. Gut. Vielleicht können wir hier eine Weile unterkommen. Ich bringe eure Familie nur ungern in Gefahr, aber... Unsinn. Ihr und eure Begleitung könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Lasst die Kaiserlichen nur meine Sorge sein. Ein Freund von Ralof ist auch mein Freund. Das freut mich. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Oh, was? Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Sonstiges? Dietrich? Essen? Es gibt da etwas, was ihr für uns tun könntet. Ja, okay. Für uns alle hier. Ja, natürlich. Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Balgruuf. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Oh, du. Ja, gut, machen wir. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Ich sollte mich jetzt wieder an die Arbeit machen, ehe mich jemand vermisst. Aber ist sonst noch jemand entkommen? Hat Ulfric... Keine Angst. Ihm ist bestimmt die Flucht gelungen. Es braucht schon mehr als nur einen Drachen, um Ulfric Sturmmantel zu stoppen. Nämlich 1,5 Drachen. Ich werde sie ins Haus bringen und ihnen zeigen, wo alles ist. Ihr meint wohl, ihnen helfen, unseren Met zu trinken. Viel Glück, Bruder. Wir sehen uns später. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich weiß, wie man sich bedeckt hält. Das ist schon etwas verwirrend, weil die beiden dieselbe Stimme haben. Ihr habt also einen Drachen gesehen, ja? Ja. Sagt, wie sah er denn aus? So groß wie ein Haus? Entschuldigung, bisschen gerade weggedöst. Noch viel größer, so groß wie das Gasthaus. Vielleicht werdet ihr bald selbst einen zu Gesicht bekommen. Helgen ist nicht weit. Unglaublich. Ja. Das muss ein unvergesslicher Anblick sein. Ja. Nicht, dass ich wirklich einen sehen wollte, wisst ihr? Ich hoffe, dieser Drache bleibt weit weg von hier. Ich wünsche dir Glück. So, sorry. Jetzt habe ich ihn aufgehalten und jetzt wissen wir immer noch nicht, wo das Haus ist. Oh Gott. Ah, doch, scheinbar hier.
Vor allem sie sagte... Ich habe euch doch gesagt, dass meine Schwester uns helfen würde. Ja, das hast du. Das hast du. Ganz toll. Talos möge euch leiten. Ja, und die Macht sei mit dir. Wie komme ich von hier nach Weißlauf? Haltet euch einfach nordwärts. Ihr könnt es nicht verfehlen. Es ist die Hauptstadt des Fürstentums Weißlauf. Aha. Jarl Balgruuf hat sich immer noch nicht für eine Seite entschieden. Also solltet ihr unterwegs zumindest keinen Kaiserlichen begegnen. Aha, okay. Gut, wenigstens etwas. Wie ich jetzt den Sturmwindeln beitrete, werde ich jetzt noch nicht fragen. Ehe ich nach Windhelm aufbreche. Okay. Seid vorsichtig. Gut, da weiß ich Bescheid. Wo ist jetzt... Ist jetzt hier irgendwo ist... okay, vermutlich da drüben ist mein Haus jetzt. Oder ein Haus, was ich nutzen kann. Ich komme hier so nicht runter. Sehr blöd. Hier steht ein Wagen mit Kohlköpfen. Interessant. Alvos und Sigrids Haus. Ne, dann ist das hier vermutlich die Stadt. Die Stadt einfach, also die Stadtmitte einfach nur. Ach, verdammt. Dann hätte ich aufpassen müssen, wo die hingehen. Hotz und Gerdurs Haus. Okay, das ist das, wo wir rein müssen. Habt ihr euch verlaufen? Nein, ich gehöre ja hier hin. Guten Tag. Großes Haus, du. Wenn ich das mal sagen darf. Also für zwei Leute? Drei Leute. Der Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Okay, gut. Das ist, Wir werden diesen ungläubigen Hunden zeigen, wem dieses Land gehört. Mhm, richtig so. Ja, ich fühle mich wie zu Hause. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Was könnt ihr was denkt ihr über den Krieg? Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Mindestens seit letzter Woche Dienstag. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Ich bin froh, dass Ralof hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Aha. Na gut, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ich komme bestimmt nochmal vorbei. Kämpft wacker oder sterbt. Alles klar, ich werde mich für das wackere Kämpfen entscheiden. Wie gesagt, ich denke, ich komme nochmal oder gehe nochmal hier vorbei irgendwann. Ein Huhn. Ich habe mir sagen lassen, Hühner angreifen in Skyrim ist gefährlich. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. Wollte mal gucken, wir haben noch bestimmt jetzt hier was mehr Schaden macht. Hey. Entschuldigung, da habe ich kurz mal gegähnt. Genau, der Streitkolben. Dann nehmen wir den auch einfach erstmal in die Hand. Und ich würde tatsächlich sagen, ich gehe jetzt mal weiter nach Weißlauf. Ich gehe mal davon aus, das ist da runter. Du hast diesen Ort noch nicht entdeckt. Markierung platzieren. Ja, bitte. Danke. Dann haben wir jetzt wenigstens immer die Strecke ungefähr im Kopf. Dann gucken wir mal. Dass wir da mal jetzt noch schnell hinkommen. Vor allem schnell, sagte. Wo das hier eigentlich immer schön war im Tageslicht. Allgemein finde ich Skyrim ist leider Gottes grafisch nicht ganz so gut gealtert, muss ich gestehen. Damals fand ich, das war wirklich so ein Flash, bis zum geht nicht mehr, richtig geile Grafik, richtig krass. Heutzutage muss man leider Gottes sagen, man merkt dem Spiel an, dass es ein paar Tage gealtert ist. Das ist so laufen Rehe. Huch. Nee. Lass das mal. Eine arme Rehe hier wurde jetzt getroffen. Wo ist das hin? Ist weg. Irgendwo da hinten scheinbar.
Okay, schade. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich es jetzt vielleicht auch einfach noch umniete. Aber okay, gut. Böser Wolf. Ein Glühwürmchen. Oh, das kann ich sogar fangen. Nice. Nehme ich gerne. Okay, tja. Ja, wie gesagt, so ein bisschen grafisch, leider Gottes, nicht mehr das Erlebnis, was es damals mal war. Finde ich auch wirklich ein bisschen, ich will nicht sagen, finde ich schade, weil es ja gar nicht stimmt. Ich kann ja etwas nicht schade finden, was halt schlichtweg einfach so sich entwickelt hat. Oder wo es sich halt jetzt einfach verbessert hat. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt anziehe hier. Weil da sind Kaiserliche, wenn ich den jetzt in meinem Sturmmantelgewand entgegentrete, werden die vermutlich mich angreifen, oder? Guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Das tue ich ja gar nicht. Ich möchte mit euch reden. Ja, Moment. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht Moment, weiter. Moment. Was macht ihr denn hier? Söhne und Töchter von Himmelsrand kennt. Euer Kopf gehört mir. Hey, aufpassen. Du bist frei. Rein und gegen. Diese verdammten kaiserlichen Ketzer. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten. Ach du. Ganz ehrlich. Oh, das war vielleicht ein Fehler. Oh, das war vielleicht ein ganz großer Fehler. Oh, das war vielleicht ein sehr großer Fehler. Oh, oh. Der schießt hoffentlich nicht mit Pfeil und Bogen auf mich. Oh doch, der schießt auf mich. Oh, das ist jetzt aber blöd. Aua. Ich bin tot. Oh. Tja. Ich dachte eigentlich, die hätten bedeutend weniger HP. Okay, jetzt sind wir sowieso nochmal hier. Müssen wir mal ganz kurz hier die Kuh töten. Na, okay, gut, wir laden nochmal neu. Habe ich so das Gefühl. Kann ich das hier? Bernd von Otter N. Das ist vor 5 Minuten gewesen. Ja. Komm, lade einfach nochmal. Okay, das Huhn bleibt am Leben. Und wir laufen weiter. Ist halt wirklich die Frage, machen wir irgendwie was? Also versuchen wir irgendwie die Dudes zu killen? Oder lassen wir es? Ich glaube, das geht eher schief, ne? Ich wechsle jetzt mal auf das Schwert, weil ich glaube, das ist ein bisschen schneller im Angriff. Die kostet das auch scheinbar weniger Ausdauer, wenn überhaupt. Ah, okay. Das kostet überhaupt keine Ausdauer, wenn ich schlage. Aber okay. Ich weiß nicht, habe ich schon mal erzählt, dass ich die Graf... Hallo? Ah, guck mal, so läuft ein Reh. Oder ein Hirsch. Auf jeden Fall eher als dieses Tapsen von eben. Ups. Ja, passiert. Na? Ich darf den das Kanickel nicht tragen. Ist egal. Au. Brutal, wie wir diesen Wolf getötet haben. Aber okay.
Schwapp, schwapp, schwabberdabab. Schwapp, schwapp, schwabberdabab. Schwapp, schwapp, schwabberdabab. Vermutlich werden die halt eben den Gefangenen töten, ne? Das missfällt mir so etwas. Aber jetzt halt nochmal sterben, habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ist lustig. Weil es wahr ist. Ah, ja, was machen wir? Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Alles klar. Lasst mich in Ruhe. Ich verfolge euch nur ganz freundlich. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ja. Oh, kommt noch einer. Ich warne euch, Bürger. Naja. Euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches. Ich tu doch gerade gar nichts. Ich tu doch gar nichts. Bin ganz freundlich. Komm, jetzt gehen die wieder da lang. Das Gefühl, der will euch verarschen. Das Problem ist, ich würde ganz gerne eigentlich was tun, aber ich... Das ist eben echt schwer nach hinten losgegangen. Ich warne euch, Bürger. Ihr mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches. Ich tu doch gar nichts. Denkt nicht mal im Traum daran. Wo dran? Ach, dich zu bestehlen vermutlich. Honigbräuerei. Brauerei. Honigbräu-Brauerei. Meine Güte. Blanc. Die laufen immer weiter. Blanc. Interessant. Interessant, interessant. Das Problem ist, wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt angreife, krieg ich nichts gekillt. Wenn ich ehrlich bin. Von denen. Also... Die machen mir einfach noch zu viel Damage und ich, naja. Und ich mache zu wenig. Ja, ist doch alles gut. Ich habe eine Idee. Ich würde es einmal probieren. Ach nee, nicht laden, ich möchte speichern. Speichern, neuer Spielstand. So. Ich war. Gefangenen befreien und Gegenstände aufteilen. Ich weiß nicht, was das ist, aber ist egal. Nee, ich befreie ihn nur. Ich laufe. Mischt euch in Angelegenheiten des Kaiserreiches ein. Schert euch davon. Nein. Hupsala. Hupsala. Okay, der Kollege ist tot, das ist nicht gut. Das heißt, der ganze Spaß hat sich nicht gelohnt. Okay, und ich bin tot. Okay, oder anders gesagt, ich krieg den nicht befreit. Ja. Könnt ihr nicht gewinnen. Also ich habe den zwar ordentlich wehgetan, aber ich sag's mal ganz ehrlich, das lohnt sich doch jetzt hier nicht. Also das lohnt sich wirklich nicht. Der Typ stirbt gleich eh. Ich warne euch, Bürger. Ist doch alles gut. Entschuldigung. Befreien und Gegenstände aufteilen. Warte mal, wenn ich ihm... ein kaiserliches Schwert gebe, tötet er die dann? Also ist er dann eine Hilfe? Scheinbar nicht. Okay, zumindest nicht in dem Rahmen. Aua. Theoretisch kann ich mir ja jetzt einfach Heilung reinzwiebeln. Oh. Okay. Ich brauche keinen Doppelklick. Bastard.
Ich kann auch noch dreimal in die Leere schlagen, dann funktioniert das vielleicht. Das Problem ist halt immer noch... Ja, ich bin jetzt so gut wie tot wieder. Muss wieder einen Zaubertrank nehmen. Oder einen Heiltrank. Zwei sogar. Ja, okay. Gut, wir haben die zwar gekillt bekommen. Aber jetzt mal ohne Witz, der andere Dude ist einfach tot. Er ist halt tot. Es bringt mir nichts. Es bringt mir halt wirklich nichts. Ich würde es nicht machen. Ich wollte es mal jetzt ausprobieren. Ich lasse es jetzt einfach Spiel laden und sich. Ja, geht verloren. Das ist okay. Gut. Ich lasse es. Ich kann nichts tun. Ich bin zu schwach. Es zeigt mir allerdings, dass ich ganz gerne eigentlich stärker werden möchte. Guten Tag. Wache von Weißlauf. Auch wieder hier so. Sieht komisch aus irgendwie, okay. What the? Okay. Ignorieren wir einfach. Da kommt mir, glaube ich, noch eine Wache von Weißlauf entgegen. Guten Abend. Guten Abend. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Sollte sich eins dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Nein, seid ihr nicht. Mit Banditen komme ich gut zurecht, aber Drachen? Die Welt ist verrückt geworden. Ja, richtig. Diese Wagen rumschubsen, das macht schon Spaß. Wo komme ich denn da hin? Also wie komme ich denn da hoch? Welchen Weg muss ich nehmen? Gibt's doch nicht. Es ist... Nice, okay. Ich laufe einfach mal, ich sprinte. Ausdauer kennen wir auch nicht. Wir sind der schlechteste Held, den ein Rollenspiel jemals gesehen hat. Wir haben keinen HP, wir haben keine Ausdauer. Wir können gefühlt nichts. Ich meine, also die Dauer kann ich auch noch sprinten. Kriege ich auch noch hin. Hey, ich muss da, also ich bin falsch rumgelaufen. Ich bin falsch rumgelaufen, einfach falsch rum. Frechheit. Was eine Frechheit. Da hätte man doch mal irgendwie vielleicht mal ein Schild aufstellen können oder so. Das ist jetzt blöd. Jetzt muss ich hier an den Mauern lang rennen. Vielleicht hoffen darauf, dass das hier irgendwo ein Loch drin ist. Unwahrscheinlich. Immerhin sind es die Mauern. Da sollte kein Loch drin sein. Aber obwohl das sieht... Nee, es ist doch kein Loch. Ich wollte gerade schon sagen, das sieht da sogar danach aus, aber... Ist es leider dann doch nicht. Können wir da reingucken? Hallo? Ist da jemand? Können Sie mir bitte sagen, wo ich lang muss? Ich möchte doch nur rein zu... Ach, guck mal hier. Easy. Tja. Oh, hoch. Ist auch nicht gut geschützt dann hier. Aber okay. So. Rein da. Was? Oh, wie jetzt? Ja, wie jetzt? Jetzt. Okay, Moment, ich hab eine Idee. Schlafen. Hm.
Guten Tag. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Hab ich nicht. Aber ist egal. Ich habe Nachrichten von Helgen über den Drachenangriff überreden. Stimmt euch das hier vielleicht um? Tretet beiseite, sonst einschüchtern. Nein, okay, Flusswald. Flusswald ist auch in Gefahr? Natürlich. Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Ein ziemlich ironischer Name mittlerweile. Guten Tag. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint, ihr habt, wonach wir suchen, findet ihr unser Hauptquartier in Einsamkeit. Einsamkeit? Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Weißlauf wurde um die Methalle. Okay. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Dann tu's. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Okay, ich muss ja zur Drachenfeste. Da würde ich auch direkt jetzt hingehen. Gar nicht lange hier rum schlumpfen durch den Ort. Guten Tag. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein. Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Nein. Gerade nicht, aber danke. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja, ich trödel ja auch nicht. Ich gehe ja schon zur Drachenfeste. Ja, vermutlich das. Okay. Hüpf. Guten Tag. Ich hoffe doch, dass ihr keinen Ärger macht, Stammesbruder. Nein, ich bemühe mich. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. So. Meine lieben Damen und Herren, ich würde aber tatsächlich sagen, hier endet unsere heutige Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaltet, wenn es dann weitergeht mit Let's Play Skyrim. Wunderbar. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.